Wir wechseln die Rheinseite, gehen in die Pfalz nach Freisbach, ein Ort, der weit über die Metropolregion hinaus Bekanntheit bekommen hat. Da waren nämlich vor etwas mehr als 5 Wochen Gemeinderat und Ortsbürgermeister geschlossen zurückgetreten. Heute wird es Neuigkeiten geben, denn in einer Stunde, da bestimmen sie über eine neue Liste in Freisbach in Sachen Neuwahlen. Dazu sind nämlich alle Wahlberechtigten in der Gemeindehalle eingeladen. Jeder, der sich aufstellen lassen möchte, kann sich auf eine Liste schreiben lassen. Und am Ende des Abends soll es dann eine geben mit 24 Namen, die von der Gemeinde gewählt werden. Darunter werden auch 14 von den 16 zuletzt zurückgetretenen Mitgliedern des Gemeinderats sein. Aber was ist mit dem Bürgermeister, mit Peter Gauweiler? Zu 100%ig fix, dass er nicht dabei sein wird, ist es noch nicht. Wir haben kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Peter Gauweiler, um 19 Uhr ist es soweit. Dann in Teilen, so könnte man es ein bisschen übertiteln, der Rücktritt vom Rücktritt. Was erwarten Sie denn vom heutigen Abend? Ja, Rücktritt vom Rücktritt ist, ja, leicht gesagt, ist das andere. Das heißt, wir müssen ja wählen. Und meine Ratsmitglieder sind nicht zurückgetreten, weil sie keine Lust mehr haben, sondern weil eigentlich die finanziellen Mittel, die wir haben, nicht ausreichen, um zu gestalten. Jetzt, da die Wahl stattfindet, wollten wir auch verhindern, dass es weiße Stimmzettel gibt, sondern einfach nur uns ins Gespräch bringen. Wir sind engagiert, wir möchten gerne. Und wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, möchten wir auch gerne wieder fürs Dorf etwas tun. Ja, das hatten Sie ja von Anfang an grundsätzlich allesamt gesagt, dass es nicht darum geht, dass man keine Lust mehr auf diesen Job, auf dieses Ehrenamt habe. Was bedeutet das denn von den Rahmenbedingungen? Was muss geschaffen sein, damit die Kollegen vielleicht auch, dass Sie sagen, weil momentan sagen Sie ja, Sie wollen nicht nochmal antreten, aber vielleicht doch nochmal ins Amt gehen? Es geht hier um Geld. Das heißt dann, im Moment gibt es neue Direktive vom Innenministerium, stand vor 2 Tagen. Die Kommunalaufsichten haben neue Handlungsanweisungen bekommen, dass sie eigentlich bei der Genehmigung des Haushaltes nicht mehr auf jährlich achten, sondern können auch dann perspektivisch sehen dann und die Gemeinden die Gelegenheit geben, langfristig zu entschulden. In unserem Fall ist es utopisch. Wir sind nicht in der Lage, auch auf lange Sicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, selbst wenn wir die Steuern deutlich erhöhen würden. Und darum geht es bei uns nur einfach um Geld. Das heißt, ohne mehr Geld in dem Topf werden wir nicht handlungsfähig sein. Jetzt haben Sie natürlich mit diesem geschlossenen Rücktritt in Freisbach ordentlich für Aufsehen gesorgt. Sie selbst sind als Ortsbürgermeister auch weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt. Ist es denn auch auf der einen Seite dann was Gutes, was Sie damit ausgelöst haben, nämlich entsprechend eine Diskussion über das Thema Geldverteilung und Ansprüche an die Gemeinden bzw. die kleinen Orte? Also wir hatten vorgestern eine Bürgersammlung hier im Ort von politischen Parteien. Und da war die Aussage, es herrscht Druck im Kessel, auch im Landtag. Das heißt, im Moment ist so, unser kleines Freisbach ist auch durch die gute Berichterstattung bekannt geworden drin. Die Süddeutsche schreibt heute, der wohl bekannteste Gemeinderat Deutschland, ich verbessere, der wohl bekannteste, nicht mehr im Amt findliche Gemeinderat Deutschland, hat bundesweit Wellen geschlagen. Und das war unser Ziel. Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass einfach ein Unterschied besteht zwischen Landkreisen, kreisfreien Städten und Ortsgemeinden. Und ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und wir sind sehr gespannt, was heute Abend um 19 Uhr passiert, mit welchem Ergebnis wir dann aus der Sitzung rausgehen. Herr Gauweiler, danke Ihnen fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch.